Dank, Frau Angelilli. Herr Stadler. Frau Kollegin Angelilli, wenn die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung wahrnehmen soll, dann muss man jene Länder beim Namen nennen, die diesen Konflikt von außen anheizen. Das sind vor allem Saudi-Arabien, Katar und die Emirate, die mit enormen Finanzmitteln dafür sorgen, dass Söldner und Waffen nach Syrien geliefert werden, um dort Menschen umzubringen. Das wird mit keinem einzigen Wort in dieser Resolution erwähnt. Mit keinem einzigen Wort. Daher habe ich gegen diese Resolution gestimmt, weil sie in diesem einen Punkt mangelhaft ist. Nur der Herr Kommissar hat es heute leicht angedeutet und in Punkt 8 dieser Resolution wird es verklausuliert angedeutet. Aber wir sollen die Kosten tragen und die anderen finanzieren weiterhin die Söldner und die Waffen, die nach Syrien geliefert werden, um Menschen umzubringen, um Flüchtlinge zu produzieren. Das wird mit keinem einzigen Satz hier erwähnt. Und deswegen ist diese Resolution in Wirklichkeit ein Wischiwaschi-Papier und sonst nichts. Sie sollen nur die Basis dafür bieten, dass der europäische Steuerzahler wieder dafür zahlen müssen, für Kriege, die andere anzetteln. Und das kommt für mich und für die europäischen Steuerzahler nicht weiter in Frage. Gracias, señora Lyubicheva. Danke, Frau Lyubicheva. Председателстващ. Гласувах за резолюцията, защото мисля, че това е важна стъпка. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich bin der Auffassung, dass diese Entschließung ein ganz wichtiger Schritt nach vorne ist, um den Konflikt zu lösen. Aber leider ist das ja jetzt nach der Tragödie von Lampedusa verabschiedet worden.